Hallo zusammen, ich melde mich heute nochmal von unserem Raps-Untersaatenversuch. Ich wollte einfach nochmal zeigen, wie es mittlerweile aussieht. Wir hatten ja oder haben bisher eine viel zu warme Witterung für November, weswegen sich auch die Rapsbestände gut entwickeln konnten. Klar, hier außerhalb von der Versuchsfläche oder von der Fläche mit der Untersaat, aber auch andernorts im ganzen Landkreis. Natürlich konnte sich deswegen auch die Beisaat sehr gut entwickeln und wir haben einen richtig ordentlichen Bestand bekommen. Wir sehen hier, die einzelnen Komponenten haben sich alle wunderbar entwickelt. Klee, Ramtilkraut, der Lein hier. Was haben wir noch? Wo sehen wir die Wicke? Haben wir vorhin auch schon gehabt. Aber was wir auch sehen ist, dass der Raps sich gut entwickelt hat. Also wir haben hier sehr schön entwickelte Einzelpflanzen. Die stehen denen, die außerhalb von der Untersaat stehen, stehen die in nichts nach, also wunderbar entwickelt. Jetzt hoffen wir mal, dass die Rapspflanze, dass die Untersaat dann noch abfriert über den Winter und wir hier nächstes Jahr einen wunderbaren Rapsbestand stehen haben im Frühjahr. Was die Untersaat auf jeden Fall für einen Effekt hatte, wir haben hier wirklich, also ich habe bis jetzt noch keine Unkräuter hier finden können. Vereinzelt sieht man mal ein bisschen Ausfallgetreide, aber das ist absolut im Rahmen. Wir sehen jetzt auch keine Einstichlöcher mehr vom Rapserdfloh. Also man sieht, ich habe bis jetzt auch keine Larven gefunden, man sieht an den Stängeln nichts. Wobei man auch dazu sagen muss, das sieht man außerhalb der Beisaatfläche, sieht man das auch nicht. Wir hatten einfach, zumindest hier an dem Standort, einen sehr geringen Rapserdflohdruck, so dass wir die Schadschwelle eigentlich nie erreicht hatten. Deswegen, ob das jetzt von der Untersaat kommt, ist die Frage. Aber auf jeden Fall ist der Raps gesund momentan. Das soll es auch soweit schon gewesen sein für heute. Ich werde mich im Frühjahr spätestens wieder melden, um zu zeigen, wie es dann aussieht. Bis dahin, gute Zeit und alles Gute.